ein richtiger Unboxing-Tag. Das ist, glaube ich, jetzt schon das vierte oder fünfte, was ich mache. Aber ich hatte einfach so viele Pakete rumliegen, die... was, ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Was habe ich denn bestellt? Oh ja. Ah, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Das wollte ich mal ausprobieren. Das ist eine Powerbank Plus, womit man angeblich... ja, hier Smartphones und Tablets kannst du laden, ist klar. Was man angeblich benutzen kann, um ein Auto zu überbrücken. All das hat mich ja mal echt interessiert, ob das wirklich geht. Und deswegen muss ich das einfach mal ausprobieren. Es ist ein X-Layer, was auch immer, ich weiß es nicht. So sieht auf jeden Fall die Powerbank aus. Dann hat man hier wahrscheinlich die Anschlüsse für... Na, ja. Hier hat man die Anschlüsse für die Batteriekabel. Die natürlich auch irgendwo, ne? Was hat denn das für eine Ausgangsleistung? Offroad Mini, Autostarthilfe, Car Jump Starter, 5400 mAh. Okay. Batterie, Lithium-Ion, Kapazität, 2-in-1 Ladekabel, ja, okay. Hier ist halt nochmal, okay, eine Tasche dafür, dann hätten wir hier Plus- und Minuskabel. Hier haben wir, okay, ja, toll. Hier könnte ich mein Handy natürlich nicht laden, weil ich ein Huawei habe. Und ein Huawei hat natürlich nicht die richtigen Anschlüsse, ist ja logisch, war ja eigentlich klar. Es ist vorgeladen. Ich habe mein Auto dürfte eh relativ platt sein. Wie kriege ich denn diese komische Lampe da an? Kann mir das mal einer erzählen? Lange drücken? Ja, lange drücken geht die Lampe an. Okay. Hier haben wir die Powerkabel, hier mit Sicherung direkt. Ja, geht auch nur in eine Richtung rein, so. Zack, fertig. Und schon könnte man das Auto überbrücken. Das werde ich auf jeden Fall mal testen, werde auch ein Video davon machen. Ist natürlich, das ist ja klar. Eins von meinen Autos ist gerade leer. Obwohl ich nicht glaube, dass es ein 4,6 Liter Mustang schaffen wird. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich glaube, es stand bei bis 2 Liter geht es, glaube ich, ohne Probleme. Ja, jetzt habt ihr das X-Layer gesehen, fasst sich gut an, also hat ein paar Euro, hat wirklich nicht viel gekostet und wenn das klappen sollte, was ich nicht glaube mit dem Überbrücken, ist schon ziemlich nice. Ja, hier habt ihr das Zubehör, zack, das kann alles weg, eine Gebrauchsanweisung, was steht drinne? So, Warnung, verbinden Sie die Klemmen mit der Powerbank, bevor Sie das Auto starten. Warum sollte ich das auch nicht machen? Das ist ja Quatsch. Achten Sie dabei. Hier, startet ein Auto, 2 Liter Benziner, ungefähr 10 Mal mit einer vollen Ladung. Ja, das würde mich ja mal interessieren. Ein 2 Liter Benziner mit 5400 mAh und wie viel Ausgangsleistung hat das Ding denn richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, also ein 2 Liter wird es auf jeden Fall schaffen. Ich habe einen 1 Liter Chevrolet Spark noch, also dann müsste der den ja überbrücken, dann werde ich einfach mal da eine leere Batterie reinhängen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.